Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Age of War. Wir lesen mal die Introductions durch. The goal ist da, bla bla. Ihr könnt es ja alles lesen. Da, ich habe jetzt keinen Bock, das auf Englisch vorzulesen. Aber ich spiele normal. Ich mache gleich erstmal die Musik leiser. Wir haben hier unsere Spieler. Da haben wir einmal Clubman, Slingshotman, Dino Rider. Wir bauen jetzt mal ein paar Clubmans. Das hier ist unser Geld und das sind die Erfahrungspunkte. Hier ist unsere Base und da drüben ist die Base vom Gegner. Wir könnten jetzt gleich erstmal einen Special Attack machen. Dann haben wir gleich schon mal mehr Geld. Dann sterben die hier schon mal alle weg. Genau. Ihr seht schon mal, wie es funktioniert so. Wir können die Slingshots Man machen. Slingshot Man. Die können so schießen. Dino war das halt das Beste. Das hier ist unser Special Attack. Die lädt sich nach und nach, wenn wir auf 4 können, wir in die nächste Stufe kommen. Das ist eins der geilsten übrigens Flash Games ever. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie... Ob ihr früher sowas gespielt habt. Hier kann man halt hochbauen und mehrere Kanonen bauen. Hier kann man die Kanonen bauen. Wir bauen auch gleich mal die Eckkanone. Die ist ziemlich cool. Hier kann man dann auch Kanonen verkaufen. Diese. Das ist die schlechteste. Die habe ich jetzt nicht gebaut. Die ist auch nicht so effektiv. Die Eckkanone, die ist ganz cool. Und das ultimative Katapult gibt es da auch noch. Das Ziel ist halt, die Gegner Space zu zerstören. Ich werde aber versuchen, euch jede Evolution zu zeigen. Also Evolutionsstufe, also bis zum letzten Spiel. Mal gucken, ob ich... das schaffe und wie lange ich das durchhalte. So. Hier, ihr seht gleich schon mal, da war, er hat einen Slingshot-Mann gebaut. So. Slingshot-Typen sind nicht so gut auf der Entfernung. Also die haben nicht so viel Leben. Aber das ist besonders halt, die können aus der Entfernung angreifen. Man kann die hinter anderen bauen und dann sind die halt... die anderen halt durch die noch stärker. Man braucht hier 4000, um dann in die nächste Stufe zu kommen. Ich habe übrigens schon mal das Spiel hier aufgenommen vor einer Woche oder so. Aber da hat leider meine Aufnahme nicht funktioniert vom Bildschirm. Das war echt schade. Achso, wenn wir hier drauf gucken, können wir auch sehen, wie viele Leben die noch haben. Oh, scheiße, ich dachte jetzt, der baut uns schon was. Zerstört uns schon was hier von der Base, Alter. So. Können wir mal wieder Special Attack machen. Aber dann... Wow. Wow, 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 wow. Oh, er baut schon Dino Rider, Alter. Er hat gespart. Er hat gespart. Also mein Ziel ist jetzt, ich könnte jetzt durchwaschen, gleich schon in der zweiten Stufe oder in der ersten gewinnen. Aber das bringt halt nichts, weißt du. Wisst ihr, dann zeige ich euch das komplette Spiel quasi nicht. Und das ist halt auch blöd. Ihr seht schon, die Eierkanone ist ziemlich stark und krass. Die erspart uns auf jeden Fall einiges. Da können wir sparen und dann kann ich euch auch immer die andere mal zeigen, die anderen Charaktere. Jetzt habe ich mal einen Slingshot-Mann gebaut. Das sieht immer, wie der Slingshot-Mann so ist. Man sieht gleich, dass der nicht besonders gut ist. Hat jetzt nur gewonnen, weil die Eierkanone ihm geholfen hat. Ich baue jetzt auch mal einen Dino Rider, damit ihr mal seht, wie der Dino Rider funktioniert. Hier stehen ja auch immer die Preise, wie viele Dollar das kostet. Ja, in der Steinzeit gab es noch keine Dollar. Wir fangen halt an. Age of War heißt das Spiel. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, den werde ich vielleicht auch noch let's playen. Oh, er hat 3 Dinos gebaut, Alter. Ja, da lohnt sich mal Special Attack, ne? Die sterben hier noch mit einem Kanonenball. Später sterben die nicht mehr mit einem Kanonenball. Alter, jetzt sind wir echt schon weit vorne. Er hat zwar die beste Kanone und ist auch schon in der Entwicklungsstufe 2, weil er halt mehr von uns getötet hat. Wir sind jetzt auch gleich in der Entwicklungsstufe 2. Ich wollte halt bloß der Kanone ein bisschen Arbeit lassen. Also letztes Mal habe ich 25 Minuten, glaube ich, gebraucht. Da habe ich mega lange in der letzten Stufe halt festgehangen. Mal schauen, wie das diesmal ist. Ich hoffe, ich habe auf normal gestellt. Habe ich aber eigentlich, ne? Ja. Wenn nicht, dann dauert das halt länger. Ich sehe jetzt auch nicht das Problem. Wir sind jetzt in der nächsten Stufe. Da haben wir einen Swordman. Ich kann ja kein Englisch. Ein Archer. Archer. Auf jeden Fall, der so schießen kann und ein Pferd. Wir bauen gleich mal einen Knight, um das zu zeigen. Und einen Archer hinten dran. Seht ihr gleich mal, wie nice die sind. Zack, und hat alles weg hier. Hat noch richtig viel Leben. Zack, und zack. Und zack, und da hat er es weg. Und ich mache jetzt mal die Special Attack. Da seht ihr diese Pfeile. Und ein Pferd braucht halt immer 2 von diesen Pfeilen, um zu sterben. Alter, unser Pferd hat noch gut Leben. Aber er hat auch das Katapult, das eine, das... Ja, ich hole übrigens gleich mal das Feuerkatapult. Das ist echt ziemlich cool. Dafür verkaufe ich dann die Eierkanone. Das Feuerkatapult. Dieser Topf bringt halt Öl halt. Feuerkatapult. Und er hat ein normales Katapult halt drauf. Gehabt.
Wie viel brauchen wir? 1400, um in die nächste Stufe zu kommen? Ja, gut. Ihr seht schon, die Special Attack von dem Feuerkatapult ist, dass das sich in solchen drei Dinger aufteilt und auch noch Leute treffen kann, die halt hinter den Gegnern positioniert sind, je nachdem wie es halt aufkommt. Das ist echt ziemlich cool. Und es ist auch sehr effektiv, ne? Gönnt euch das einfach mal, wie viel das zieht. Oh scheiße, dahin kommt es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Da hat er sich gerade noch rechtzeitig gebaut. Also so nah kommt es nicht ran, das ist natürlich auch kacke, aber dafür gibt es ja dieses Ölfass. Das ist nämlich direkt für die Verteidigung direkt vor dem Haus. Wie der da hinten einfach mal getroffen wurde, habt ihr es gesehen, das war ziemlich lustig gerade. Ich mache jetzt gleich mal meinen Pfeilhagel. Seht ihr vielleicht gleich, wie das Pferd stirbt? Ne, seht ihr leider nicht. Aber es hatte zwei Pferde gebaut, natürlich. Geht wieder ab, wie bei der Stufe davor. Ja, da können unsere natürlich nicht viel anfangen, ja. Er hat jetzt auch Feuerkatapult und einen Ölfass. Alter, der hat gerade irgendwie echt mega viel Geld. Ich habe echt das Gefühl, ich habe auf eine andere Stufe gestellt, anstatt auf normal. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir auch keine Special Attack haben. So, erstes Pferd hier tot, aber die Pferde werden natürlich auch geschwächt, weil wir da hinten solche haben. Kommen wir eigentlich schon in die nächste Stufe bei 1400 erst, ne? Ja. Ne, 14.000, keine Ahnung. Ich lese mir die Zahl nicht durch, ich lese immer nur die ersten zwei Sachen. Bam. Das Pferd hat natürlich auch einen höheren Schadenradius, also weil es fetter ist und da können dann natürlich mehr von diesen, bei den Feuerkatapulten mehr drauf fallen, ne? Das ist schon ganz cool. Haben aber zum Glück noch nichts von unserer Base verloren. Wir kriegen natürlich auch immer mehr Leben auf der Base, weil die Charaktere auch immer mehr zocken. Hier, ihr habt gesehen, Pferd braucht immer zwei solche Schläge. Wir sind jetzt auch schon in der nächsten Welt. Es gibt natürlich immer andere Special Tags. Ja, da haben wir jetzt auch nicht mehr, keine Chancen mehr. Wir haben Duelier, Moskit und halt ein Kanoner. Ich zeige euch gleich mal Moskit und ein Kanoner. Gleich mal. Ich habe gar kein Pferd gebaut, glaube ich. Doch, ich hatte ein Pferd gebaut, oder? Ja, hatte ich gebaut. So, wir kaufen gleich mal unsere Wache. Hier, da ist dieser Kanonär. Diese teuerste... Ich kaufe uns erstmal die zweiteuerste Pistole. Kanone. In unserer Base. Ihr seht, sie schießt schon echt ziemlich weiter als die davor. Und der Kanonär ist eigentlich auch immer ziemlich stark. Ich zeige euch jetzt mal Special Attack. Scheiße, ich habe sie jetzt schon aktiviert. Das ist natürlich unclever, weil die bringt uns Leben. Die gibt denen hier Leben und füllt quasi Leben wieder auf. Ich glaube, wir brauchen 200.000, nee, 45.000 für die nächste Stufe. Ja, jetzt ist die Special Attack vorbei und füllt keine Leben mehr auf. Das ist natürlich scheiße. Und er hat auch zwei Kanonen, da haben wir wenig Chancen. Ein Duelier. Ja, was will der bitte schön alleine machen? Also an sich, das ist ein cooles taktisches, strategisches Game. So. Ich hoffe auch, dass die Aufnahme jetzt diesmal funktioniert. Boah. Ja, ja, toll, unser Duelier verliert. Nee. Moskit heißt der. Wieso aktiviere ich die Special Attack vorher? Bin ich dumm? Ich glaube, langsam an ja. So. Oh, hä? Das ist so ein Bug, lol, den hatte ich letztes Mal nicht, dass dann plötzlich der Gegner auch wieder Leben kriegt. Ich weiß nicht, oder ist das nur bei dem ich eigentlich nicht... Eigentlich dürfte es nicht sein, aber manchmal ist das bei den Kanonär-Typen... Also, das ist echt ein Bug. Können gleich auch schon in die nächste Stufe rein. Alter, ist er schon in der nächsten Stufe? Nee. Aber die beste Kanone drauf, naja. Da kann man wenig machen, weißt du? So. Wir sind jetzt schon in der nächsten Stufe und rüsten uns gleich mal erstmal aus mit der zweitbesten Kanone.
kostet 9000. Ja, gut. Ja, ich habe gerade so viel gebaut da. Ist halt... Oh, fuck. Jetzt sind wir auch vor seiner Base, da kriegen wir halt das ganze Geld nicht mehr zurück. Ja. Komm, wir müssen jetzt einmal die Special Attack hier spammen. Schon habe ich wieder Geld für die zweitbeste Kanone. Aber jetzt kann ich nichts mehr bauen. Ja, gut. Melee-Infanterie kostet 1500. Als ob. Okay. So eine normale Infanterie kostet 2000. Und ein Tank 7000. Wie gesagt, ich will eigentlich wieder alles bauen hier mal. Deswegen. Wir liegen übrigens gut in der Zeit so. Ich glaube, ich muss eigentlich gar nichts machen, weil er. Seht ihr, der zerstört automatisch. Ich baue einfach mal einen normalen Infanterie. Auch wenn mir das jetzt zu viel bringt. Achso, einen Tank können wir jetzt auch schon bauen. Das ist natürlich geil. So, jetzt mit der Special Attack vor. Und dann zerstören wir. Hat sie perfekt so gebaut. Also jetzt könnten eigentlich alle sterben. Mal schauen. Aber, naja, okay, nur zwei gestorben. Zählt sich in Grenzen. Ich will jetzt auch noch nicht gewinnen. Wenn der Tank jetzt durchkommt, hätte ich gesagt, können wir jetzt vielleicht schon gewinnen. Aber naja, kommt nicht durch. Zack und zack. Ich kann ja schon mal eine Stufe hochbauen. Können wir für 1000 hier halt eine Stufe hochbauen, was unser Gegner auch schon die ganze Zeit gemacht hat. Ja, jetzt sind wir ein bisschen am Arsch, weil er seine beste Kanone da hat, die schießen wird. Durchgehend. Aber unsere schießt auch in der Mitte. Boah, fuck, Alter. Ich überlege, ob sich jetzt lohnt, die teuerste Kanone zu bauen, aber es lohnt sich eigentlich eher, auf die letzte Welt zu sparen. Zack. Oder schon mal hochzubauen. So, jetzt haben wir hier schon mal oben hochgebaut. Man kann auch in der ersten Stufe halt nach oben bauen. Ich habe auch schon mal die erste Stufe, also nur mit der ersten Stufe versucht zu spielen. Und dann halt den Gegner in der letzten Stufe zu zerstören. Da muss man halt richtig viel spammen. Das dauert auch richtig lang. Aber die erste Stufe sieht auf jeden Fall auch cool aus, wenn man bis nach ganz oben gebaut hat. Wir haben noch nichts von unserer Base verloren, okay. Also jetzt leben. Jetzt hat er einen Tank gebaut. Ja, dann wird es Zeit für eine Special Attack, ne? Zwei Tanks, ja, habe ich nichts dagegen. Die Special Attack hier geht halt über das ganze Spielfeld fast. Das ist echt ziemlich geil. Ich kann jetzt auch schon in die letzte Stufe rein. Das ist diese Alien-Stufe, Sci-Fi-Stufe. Und da können wir halt jetzt die beste Kanone noch nicht bauen. Okay. Aber ihr seht, wie die Kanone einfach mal alles macht und wir nichts machen müssen. Jetzt verkaufe ich die Kanone und baue die schnell die zweitbeste hin. Shit, jetzt haben wir noch 35 einfach mal Geld. Aber sie zieht die einfach mal so hart ab. Und ja, wir haben hier ein Godsblade für 5000. Ein Blaster, eine Wurmmaschine und halt als Special des Super Soldier. Und mit dem müssen wir dann auch versuchen zu gewinnen. Alter, ihr seht. Ich mache gleich mal die Special Attack, die ist so ein Laserstrahl. Wir müssen jetzt quasi bauen, bis wir überall die beste Kanone haben und dann müssen wir halt auf Super Soldier sparen. Also das ist so der eigentliche Sinn des Games. Man kann natürlich auch einfach immer überall die beste Kanone bauen und dann zerstört ich einfach mal alles. Ihr seht, ich muss nichts machen. Vielleicht ist die Stufe. Diese Kanone zerstört einfach mal jeden. Ja, okay, leicht. Ich muss noch leicht jetzt was machen. Jetzt noch, weil wir nicht gerade noch die besten... Wir haben noch nicht die besten Kanonen halt. Aber sonst muss man halt eigentlich nichts machen. Nicht viel. Hier, ihr seht einfach mal. Achso, ich wollte ja mal wieder alles bauen. Ja, das werden wir später noch alles bauen. Jetzt habe ich es jetzt auch schon gebaut. Ja, toll. Macht jetzt auch keinen Unterschied. Ein Super Soldier wollte ich aber eh zeigen. Wenn wir jetzt schon schaffen, ihn das abzuziehen, das wäre ganz cool. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Eigentlich hat er jetzt noch keine guten Kanonen drauf. Deswegen könnten wir es eventuell schaffen. Ich zeige euch jetzt mal die Wurmmaschine. Die wird der Gegner aber im Endeffekt am Ende noch ganz viel selbst bauen. Spammen.
Zack. Oh, wir haben schon was von der Base zerstört, von uns gekriegt, aber das macht uns natürlich nichts aus, das ist kein Problem. Damit können wir leben. Jetzt baut der Gegner kurz nichts, dann können wir natürlich mal einfach mal aufrüsten und einfach mal die beste Kanone hinbauen. Jetzt müssen wir eigentlich nichts machen mehr außer warten, Leute, weil wir brauchen Geld. Der Gegner baut ohne Ende. Können ja viermal die beste Kanone ausrüsten, wenn wir wollen. Das ist uns selbst überlassen, ob wir das machen wollen. Zack, 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 da, da, ba, da, 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 auf. Es gibt übrigens keine weitere Stufe hier. Vielleicht Let's Play ich den zweiten Teil auch nochmal, aber da kenne ich mich halt nicht so gut aus. Ne? Gibt es mehrere, den kann man auch mehrmals Let's Playen. Das hier war eigentlich nur als Let's Show gedacht. Und was halt in einem Part auch kommen dann. Kommt dann. Jetzt müssen wir einen bauen, weil die Wurmmaschine sonst von Weitem angreift. Wieso baut er jetzt solche scheiß Wurmmaschines? Übertreib mal nicht, Gegner. Okay. Wir bauen jetzt nochmal hier die beste Kanone hin. So. Jetzt müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Guck mal, die Wurmmaschine kommt in den Radius rein. Unsere Kanonen fangen sofort an zu schießen. Die wird sofort vernichtet, bevor sie überhaupt was machen kann. Und dann bauen wir gleich die dritte Kanone hin und dann die vierte und dann ihr seht einfach mal, wie krass das abgeht. Da braucht man den Special Attack eigentlich gar nicht mehr. Der Gegner ist natürlich jetzt auch ganz gut ausgerüstet. Die schlechteste Kanone, die zweitbeste Kanone aus der Evolution davor, aus dem Zeitalter davor. Wir wollen jetzt diese War Machine noch zerstören und dann viermal die beste Kanone haben und dann einfach noch einen Super Soldier, also auf 1-2 Super Soldier sparen und dann durchwaschen. Gleich haben wir auch noch mal das letzte Mal die letzte Kanone. Zack, so die Special Attack musste ich mir jetzt geben und gönnen. Hat noch eine War Machine gebaut, die ist jetzt auch schon angeschlagen. Ein Super Soldier kostet $150.000. Ich glaube, die Pistolen können jetzt auch uns den Sieg schon holen. Ich hoffe mal, das machen sie jetzt noch nicht. Weil ihr seht, wenn jetzt keinen baut, dann... Ich will ja auf jeden Fall mindestens noch ein Super Soldier zeigen. Aber das dauert halt. Ich hoffe, es ist jetzt synchron. Das wäre so ein Scheiße, wenn ich mitsinge. Würde ich mal einfach, der ist einfach schon mal fast tot. Ich fange an zu schießen und er ist auch einfach mal schon tot. Diese War Machine, Alter, ist einfach so overpowered. Alter, ist einfach mal tot. Das ist so geil. Ich spare einfach mal auf 300.000 oder so. Ich weiß nicht, auf wie viel ich sparen soll. Sollte. Oh, jetzt baut er War Machines da natürlich. Dann kann ich ja kurz noch warten. Was spammt der jetzt hier seine War Machine? Okay. Das war eigentlich mit einem Spaß gemeint, dass ich auf 200.000 warte. Aber wenn er seine War Machine spammt. Baue ich jetzt mein Super Soldier. Mein Super Soldier einfach mal noch kein Leben verloren hat.
Wenn er jetzt schon gewinnt, dann werde ich das feiern. Aber nee, neben dem War Machine kommt er nicht an. Ihr seht das. Alter, doch, ja, jetzt kommt er noch an, aber... Er hat seine Assistenten da hinten gegen eine zweite, würde er nicht ankommen. Aber jetzt nehmen wir diese Base einfach ein. Wir spammen jetzt einfach mal den normalen, Normalo-Typen. Mal sehen, ob wir überhaupt noch mal rankommen, wenn er jetzt nicht so schnell bauen würde. Dann... Also er baut halt auch immer wieder neue, weißt du, jetzt kommen wir vor und zurück, vor und ran. Ja, jetzt hat er schlechten gebaut, das ist echt wieder eine Chance für uns. Aber er hat die Kanonen, Alter, auf seiner Seite. Das ist natürlich scheiße. Man könnte jetzt natürlich noch die anderen Schwierigkeitsstufen spielen, aber es wäre halt immer das Gleiche, es wäre langweilig. Könnt ihr mal selbst ausprobieren. Der Link zu dem Spiel, den werde ich auf jeden Fall noch in die Videoschreibung packen. Zack. Jetzt hat er eine War Machine gebaut, das ist natürlich scheiße. Ja, die Special Attack hat richtig viel gebracht, auf jeden Fall. Ihr seht, die stehen ja auch hinten schon bei uns. Dings. Ja, eventuell müssen wir noch sparen. Auf einen Super Soldier. Weil die waren einfach mega effektiv, habt ihr ja gesehen. Wie effektiv der Typ ist, einfach mal. Ist ja natürlich auch wieder mega viel Geld, weil er uns getötet hat und die Kanone uns die ganze Zeit fickt. Ich warte einfach mal darauf, bis jetzt hier alle von mir tot sind. Es sind gar nicht mehr so viele. Sehe ich gerade. Hauptsache, wir haben halt jetzt immer einen Jar stehen, weil uns sonst die Pistolen von dem ficken. Ah, wir haben schon ordentlich Leben abgehauen. Ja, die Kanonen. Okay, die Kanonen haben jetzt kein Leben abgehauen. Lol, das kann er einfach mal durchlaufen, aber er wird gleich tot sein. Ist natürlich blöd. Mann, wenn da mal so eine gute Szene kommt, ja dann... Was muss er denn jetzt fucking War Machine bauen? Hoffentlich helfen die Kanonen jetzt von uns noch. Ja, der Super Soldier schießt einfach mal schon wieder mega weit hinten. Ihr seht, wie krass der ist. Hauptsache, die Kanone tötet uns jetzt nicht von diesen. Komm bitte schön, hau die Bages kaputt. Ihr seht, wie schnell der einfach mal Ultra-Victory. Wie schnell der einfach mal ist. Und hier gibt es auch noch hier Extras. Da kann man hier Gemälde auswählen. Play more games, bla, a game von diesem Typenersteller ist das. Und hier laufen die einzelnen Charaktere nochmal durch. Aber ich würde sagen, danke fürs Angucken. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.